Weiter geht's mit Fallout. Da vorne ist ein Vault. Eine Vault oder ein Vault? Ein Wallerich? Ein Big Berlin? Zack. So, Sam. Oh shit, there are blinders of the riders. Also, ich versuche jetzt nur kurz, das Ding zu entdecken, dass wir uns hinporten können. Ich möchte jetzt nicht zwingend in diese Sache hier reinpimmeln, weil wir ja eigentlich auf dem Weg wohin sind, richtig? Was war das? Mit am Arsch. Weil wir eigentlich auf dem Weg irgendwo anders hin sind. Aber möglicherweise kommen wir auch gar nicht drum herum. Spüre ich das gerade richtig? Das ist nichts Scheiße. Da hinten wird nur wieder geschossen, weiß auch nicht warum. Was ist denn los? Da leuchtet irgendwas, da ist ein Wachbot. Da ist ein Wachbot. Wachbots sind ultra krass. Was wird da hinten geballert? Krass. Ist das... Gunner-Rekrut, auf wen schießt ihr? Der Wachbot darf mich nur nicht kriegen. Der ist... Also Wachbots sind irgendwie eklig. Ich finde die ähnlich schlimm wie Todeskrallen. Vielleicht sogar noch einen Ticken schlimmer, weil die halt ballern können. So, auf wen schießt ihr denn da? Gunner-Rekrut schießt auf... Supermutant. Aber wisst ihr was? Dann macht ihr das mal. Macht ihr das mal fertig. Und ich würde mich ultra interessieren, was da hinten drin ist. Was ist, wenn ich ihn jetzt von hier anschieße? Hasst er mich dann? Passiert da gerade irgendwas? Er frisst irgendwie Damage. Aber nur ganz, ganz wenig. Und zwei. Aber er rastet nicht aus, ne? Alter, Leute, könnt ihr mal aufhören? Ich bin ja gerade am Wachbot killen. So, was hat er jetzt gebracht? Okay, das hat jetzt auch nicht so viel gemacht, Kate. Willst du auch mal hin? Hier mal 30-fachen Schaden oder so. Wir brauchen den Hardcore-Ultraschaden, wenn wir den züchtigen wollen. Hoppala, das war nicht geplant. Möglicherweise renne ich gleich einfach auf ihn zu. Pumpgun brauche ich gar nicht erst probieren. Ach Gott, das Ding ist nicht nachgeladen. Kate, kümmerst du dich um gar nichts? Das ist eine ziemlich angenehme Feuerrate und trifft auch ganz gut. Könnte man den auch recht schnell umkriegen, oder? Ja. Achtung, schnell speichern und wir gehen mal hin. Wir machen uns bereit, Jet zu futtern, wenn er uns sieht. Ich schalte mal auf die 8, da sieht vielleicht noch ein Ding. Hängt der? Ach, halt dein Mund. Merkt er was? Merkt er was? Jetzt rastet er voll aus. Die tödliche Gewalt. Guck mal, wie er meint, da muss mich irgendwie. Oh, Kate, geh weg, der geht doch gleich voll hoch. Kate, Achtung, Kate, Achtung. Kate! Oh. Du weißt, wie man ein Mädchen verwöhnt. What the fuck, Kate? Bist du behindert? Ich habe sie gerade in die Luft gesprengt. Du weißt, wie man ein Mädchen verwöhnt. Ah. Heidenei, Kate, Kate. Kate, guck mal, da ist eine US-Flagge, Kate. Und hier ist ein Lone Wanderer. Da scheint es. Da steht auf allen Dingern drauf. Dann ist es nicht wirklich ein. Ich habe euch doch letztens irgendwas gezeigt, ein Easter Egg. Wenn es auf allen drauf steht, dann ist es kein Easter Egg. Automatisches Sturmgewehr. Für einen Kackvogel ist das natürlich nicht schlecht, aber für einen Profi wie mich. Was hat da jetzt so grün geleuchtet? War das echt ja dieses Zeug hier, diese Kackpilze? Was haben wir jetzt hiervon, bitteschön? Der hat dieses Denkmal geschützt. Es wirkt jetzt nicht so, als wenn es. Ist hier irgendwo vielleicht ein geheimer Eingang oder so, oder ein Zeichen? Sieht nicht so aus. Ich höre Mucke. Was macht der Mucke? Ist da drin oder was? Das Auto? Ach so. Ach Gott, ich bin so dumm. Ich hab doch das Radio an. Was mache ich denn? Jetzt aber nicht lachen. So, komm, richtig speichern. Dann gehen wir jetzt endlich mal Richtung Ziel. Und zwar auf dieser Halle zu. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wer gewonnen hat, weil gegen die kämpfen wir dann jetzt. Die Supermutanten haben gewonnen. Okay. Nee, kein Fleisch. Kann ich irgendwie von hier vielleicht voll sneaky biggy dahin? Nee, da kann man nie im Leben hoch. Nein! Keiner da! Wird er sein! Oh,
Hallo. Krass, die sind echt blind, oder? Die sind höchst blind. Oh. Da was sein. Die, oh Gott, hier sind sau viele. Okay, wir müssen die vielleicht doch. Warte. Machen die vielleicht doch lieber down, so Stück für Stück, bevor wir hier reingehen und dann alle auf uns rennen. Da hat sogar einen Superhammer gehabt. Ey, der hat eine Bruder, der hat eine Bruderschaft. Holomarker. Der hat einen von der Bruderschaft gefistet. Ja, hallo. Nein, 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 kannst gerne sterben. Nichts aus. Mach dir nichts aus, falls du mit meiner Hand sterbst. Ja? 46, nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Kann ich hier direkt irgendwie hoch? Und hier so ein bisschen Nudeln vielleicht? Das wäre eine coole Sache. Geht das? Geht das hier? Da sind natürlich wie immer die Dinge abgestürzt, ne? Geil. Die Top-Fliegerasse der Bruderschaft. Ah. Sag bloß, wir haben... Ein Ball. Ja, Ball kannst du liegen lassen. Sag bloß, wir haben hier das Ziel schon gefunden. Ah, okay, das ist drin. Alles klar. Oh, halt, haben wir hier vielleicht... Yeah. Nice, nice. Ich glaube... Ah ja. Die Kate ist hinter mir her und er ist hinter ihr her. Und so trifft man sich halt dann wieder, ne? Moment mal. Vielleicht. Hopp. Nein. Ich will sein... Genau. Aber das bringt jetzt auch nicht mehr viel, weil ich nur 20% habe. Dann halt... So. Dann kommst du doch bestimmt irgendwie die Waffe. Oh fuck. Fast tot. Fast tot. Fast tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck. What the fuck. What the fuck. What the fuck. Uff. Ey, der killt mich. Der killt mich. Der hat mich gekillt. What? Ey, der hat eine Ultra-Wumme am Start. Was ist mit ihmchen los? Er hat irgendwas Überkrasses dabei. Kann ich hier vielleicht... Da hinten liegt sie. Oh, hallo. Das ist der, oder? Er trifft mich nicht, aber ich treffe ihn. Haha. Ha. Oh, er geht weg. Hey, du musst jetzt Nudeln. Machen, den habe ich gar nicht gesehen. Ah, wo ist er jetzt? Er ist hochgegangen. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Ich hätte es mir gerne aufgehoben, unser Rad-Scheiß. Aber auf der anderen Seite des Redaway kloppt er wirklich direkt. Das auf! What? Ach ja, du bist ein kleines verkacktes Baby. Ich weiß nicht genau, wer da wo steht, aber der macht mich ultra fertig. Und der muss erstmal weg mit seiner Überwaffe da. Komm her. Komm her. Also, erstmal den weggenatzt. Heilen. So. Kurz richtig speichern. Alter Verwalter, ist aber echt eine Speicheraufwand hier gerade. Was ist denn überheblich? Was habe ich bitte schon für eine Überheblichkeit hier an den Tag gelegt? Hallo. Was ist denn jetzt los? Ah, okay, der ist auch weg. So. Und der letzte muss jetzt halt irgendwie Ding fressen, ne? Mit Jet. Hallo. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, passt auf, wir wollen dafür Maddox. Das ist ein Furry. Ja. Oh Gott, Big Mac? Leg das verkackte Ding runter. Big Mac. Oh shit! Hier, Big Mac. Hui. It's your boy, Skinny Penis. Ach du Kacke, warte mal. Schnell. Was? Warum habe ich nicht eine von diesen Karten? Scheiße. Oh shit. Aufbereite das Wasser. Es wirkt hier wie eine. Oh, sehr, sehr Skinpack. Eine Melone! Ach so, sicherlich zum Aufziehen, ne? Oder? Oder zum Essen. Ah, scheiße. Brauchen wir nicht. Weg damit. Wahrscheinlich hat dieser Dummkopf das Zeug dabei, ne? Der mit seiner Ultrawumme da auf mich schießt. Big Mac, ich brauche für dich 1 Milliarde Schüsse, bis du down gehst. Das ist im Sinne
Es ist in deinem Sinne. Okay. Eins. Mal gucken, wie viel Damage hat das Ding gemacht? Oh, das geht eigentlich. Es macht ganz gut Damage. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann er gleich ansetzen und mich wieder abschließen. Au. Ja, jetzt haben wir ihn erfasst. Jetzt haben wir ihn erfasst. Er ist in der Theorie schon tot. Hallo. Ah. Jetzt hätte ich doch gerne irgendwas, was mir irgendwie mehr Damage gegen Supermutanten gibt. Muss ich ehrlich zugeben. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wie meine Macht. Au. Au. Was, womit schießt das Ding mit 9mm Dingern? Rounds. Ja! 98 XP. Nur für ihmchen. Ach Gott, da ist ja eine scheiß ID-Karte. Ich hab die vorhin nicht gesehen. Da ist, glaube ich, über mir. Ja, ich höre das. Der ist direkt über mir. Da ist noch eine Mini. Ah ne, das ist seine. Er ist über uns, er ist über uns. Wir müssen ihn noch kurz wegklären, da bevor wir irgendwas. Ich nehme jetzt seine Minigun mal mit. Aber sonst müssen wir uns erstmal kurz hier noch diese Situation klären. Da hinten schießt schon wieder irgendwas. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt ein ultra starker ist oder nur so ein Lillebibble. Oh, das ist doch so ein Lillebibble. Verbrenn doch, du Blade, das ist Urschluch. Das war ja leicht. So, okay. Wir haben hier erstmal alles geregelt. Was ist denn das? Supermutanten Körperrüstung. Ich denke nicht, dass die irgendwie. Ist die gut? Nee, oder? Gucken wir es uns einfach mal an. So. Nope. Scheiß Ding. Ist ja irgendwo das Loch, wo ich direkt mich durchfallen lassen kann? Ja, okay. Also, jetzt haben wir diese Karte. Die hat ja tatsächlich dieser Knilch dabei, den ich eh vorhin schon kurz gelootet habe. Und was finden wir jetzt da drin? Wir haben doch schon 1000 Mal diese Pferde mitgenommen. Die gibt es doch überall, oder? Ist das jetzt hier was ganz Besonderes? Die Spielzeugteile. Das hätte man nicht aus diesem einen Ding, dass ich aus diesen 1000 Dingen, die ich schon gefunden habe, irgendwie nehmen können. Guck mal, ich nehme die ganzen Puppen für dich mit. Du Dummbatz. Ich nehme sie alle mit. Und dann schiebe ich sie dir in der Rare rein. Und wenn ich dann nicht ein ultra krasses Dankeschön entgegengeschmettert bekomme, dann weiß ich auch nicht. Immerhin haben die auch irgendwas in sich, was ich sammle. Zumindest die Buddies von den Viechern. So, so, so. Ich wollte gerade sagen, wiegen die nur so wenig, dass ich hier so viel tragen kann. Ich glaube, ich kann mich auch direkt von hier teleportieren, was sehr schön ist. Die hier. Die Teilchen hier. So, so. Was wiegen wir denn jetzt? Ach Gott, lächerlich. Hoppala. Was hier mit? Und den ganzen Scheiß, der hier liegt. Hier liegt gar nichts mehr. Hier. Und da. Kann man die Kästen auch mitnehmen? Nee. Das können wir uns ja endlich porten, ne? So. Ich hoffe, es geht von hier. Vielleicht behindert wir nicht. Moment, wir müssen gar nicht dahin, sondern wir müssen genau hierhin. Ja. Und ich muss euch schon recht geben, es ist für diese Navigation, für diese, ich sag mal in Anführungsstrichelchen, alltägliche Navigation, wie wir sie halt brauchen, wenn wir Quests aufsuchen, abgeben und so weiter, schon deutlich entspannter, wenn man nur eine Quest aktiviert hat, die eine. Es gibt trotzdem viele Sachen auf der Karte, die man sieht, aber ja, dieser Pfeil ist dann doch leichter zu finden. Muss ich zugeben, schon zugeben. Kann man rennen oder hier. Zack, zack, in der Kacke. Aber ich kann da nicht mehr rennen, nur laufen. Ist aber nicht tragisch. Das hallo. Ich hab was dabei, guck mal. Orlan. Hey. Du bist wieder da. Yeah. Konntest du die Teile finden? Ich glaub's aber. Ja, ich hab sie dabei. Wirklich? Gut. Dann lass mal sehen. Ja. Bitteschön. Ja. Es ist alles da. Es ist, in Ordnung. Du hast dir deine Belohnung verdient. Was krieg ich? Hier, wie ich es versprochen habe. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Mach das. Endlich. Das ist ein Scheißpartier. Wir sind eh überladen und können das dann gleich alles abliefern. Im. Ach, super, die Bank ist da hinten. Ist hey, da. Hallo. Oh. Wir stecken hier echt in Schwierigkeiten. Okay, was ist los? Mhm. Vielleicht kannst du uns helfen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich helfe euch gerne, wenn ich kann. Es sind diese verdammten Grünen heute. Die Supermutanten. Okay, immer wenn sie, wir haben nehmen alles mit, was sie... Wir können so nicht weiterleben. Also, ich kümmere mich um sie. Ich kümmere mich um diese Super... Gut. Ich hätte nicht... Wir müssen also jetzt hier... ach so, ich dachte, wir müssen einen Angriff abwehren. Okay. Naja. Wir legen mal geschwind den Schotter ab.
Achtung. Zack. Oh, das hat richtig gut getan. Aber trotzdem wieder Scheiß dabei, gell? Diese Plasmapistole. Und die Minigun. Die Sacken und Smacken und Kacken. Er kackt so viel wie ein AZ. Was hat man da noch im Liege da? Nein. Braucht er da eigentlich alles gar nicht, oder? Naja, das war jetzt irgendwie unnötig. Okay. Wir gehen noch kurz nach Sanctuary, um das Dingens abzugeben hier, die Wummen. Beziehungsweise, um die zu verbessern, denn dieser Revolver könnte natürlich schon deutlich krasser werden. Also vielleicht, als der von Kellogg oder... Ne, wir haben nicht mehr den von Kellogg, sondern wir haben den Hauptgewinn. Diese Superwaffe, die wir da mal irgendwo in der Pampa gefunden hatten. Was heißt Superwaffe? Ihr wisst, was ich meine. Das könnte also recht schnuckelig werden, ne? So schnuckelig hier. Ah, lecker. Guck mal. Guck mal, Neido. Also. Natürlich haben wir zuallererst mal, machen wir hier 44er. Na, wir können eigentlich kurz gucken, was das so kann. 69. Hauptgewinn macht auch 69. Passt auf, wir machen es wie folgt. SAR 44, Revolver 2, Fragezeichen. Hey, ich dachte, das wird doch eigentlich immer direkt ersetzt, what the fuck? So. Und wollt ihr mich keine ficken? Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Dein Mund, Alter. Ich hoffe, du findest deine Mutter, du Bastard. Also. Und jetzt fehlt das. Ich weiß nicht, warum ich überall diese Minen davor gemacht habe. Das ist diese. Überall Minus. Was war da nochmal der Sinn dahinter mit dem Minus? Das ganz oben auftaucht, klar, aber an sich müsste. Ich weiß, ach ne. Ich weiß es. Ach, ich mach die jetzt auf jeden Fall weg. Das stört mich irgendwie. Das stört. Warte mal, und hier mache ich hier wirklich noch. Komm, ich mache hier richtig Schrot. So, und bei dir noch das Minus weg. Bei der Reaper noch das Minus weg. Das war ein blöder Fehler. Eine blöde Entscheidung. So. Und jetzt haben wir die Übersicht des Todes. Wir machen jetzt hier den... Eigentlich müssten wir jetzt nur gucken, jetzt sind sie ja beide gleich. Jetzt können wir nach dem Cache gucken. Unsere aktuelle 44er Pistole, die steckt das Ziel in Brand, das Ding macht Energieschaden. Das ist 460 wert, unser ist 490 wert. Somit ist unsere höchstwahrscheinlich besser, außer, nein, natürlich nicht, denn wir haben bei uns eben halt noch den verlängerten Schlitten dran gemacht, den hier, nee, sogar den schweren Lauf, der ist bei uns dran. Und wir haben noch einen Griff dran, deswegen ist es mehr wert. Wir könnten jetzt ungefähr nachempfinden, wenn wir das hier dran setzen, wenn wir diesen Standardlauf dran machen und dann auch noch den Griff irgendwie, was für einen Griff haben wir hier dran? Ja, auch so ein, sowas halt. Und da ist sogar oben drauf noch so ein Reflexvisier. Und schon haben wir den perfekten Vergleich. 491, 495. Schweinerei. Unnötig Kram auszugeben, aber gut. Läuft. Der Revolver ist wirklich not bad, aber der ist ein Ticken schicker vom Ding her. Und vor allem, man sieht es ja auch da oben, 10 Energieschaden, 15 Schaden. Und kann das Ziel schmelzen, das ist eigentlich ziemlich unwichtig. Würde ich sagen, oder? Geschmolzene Pimmelnasen brauchen wir nicht wirklich. Somit legen wir den weg. Und zwar, genau, den da. Und dann haben wir hier unten ja noch, was haben wir jetzt gehabt? Auf zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Marci, halt doch mal die Fresse. Ach ja, die Minigun. Wie hart kann man die eigentlich bedäseln? Auf 11. Okay. Kann man dann irgendwie bei Mündungsbremsen noch was machen, dass es auch ein Reißwolf, what the fuck? Die müssen es auch direkt übertreiben, ne? Komm, wir legen die mal weg. Minigun weg. Und was war's noch? Die Schrotpump. Doch, jetzt merke ich, warum wir die Minissinnen da vorne dran hatten. Irgendwie war es schön, dass die Waffen alle oben waren. Das mache ich demnächst wieder dran, aber nicht jetzt. Okay. Scheiß ablegen. Wir haben nichts mehr. Gut. Können wir jetzt eigentlich... haben wir jetzt eine Quest gerade an? Ja. Hier ist eine Quest an. Ah, das Breakout-Ufer. Da waren wir jetzt schon so oft für diesen Slog oder was das ist. Oder Greentop Hill oder wie es heißt. Kinderkrippe. Wir waren schon
Also ich meine, dass wir schon so oft an dieser Position waren und Mutanten ausgeschaltet haben. Das nervt halt echt ein bisschen, dass sich das wiederholt. Das, klar, natürlich hat man somit dann über das Ganze, also solange man das Spiel spielt, hat man immer was zu tun. Aber es fühlt sich komisch an, weil du ja, du machst ja immer wieder das Gleiche dann irgendwann. Also man hat nicht diesen Fortschritt, den man gerne hätte. Geräusch? Den Revolver gebe ich dann einem richtig krassen NPC. Wenn wir mal so weit sind. Hier. Für dein Geräusch. Du Bitch. Da oben ist auch einer, ne? Hallo. Oh shit, Dagi. Oh, hi Dagi. Boom. So, den anderen Dagi aushalten. Ach komm. Auf Beine. Auf 25% Beine schieße ich. Ich bin ein Dumpup. Nee, nee, du musst nicht alle umbringen. Du musst nur mich umbringen. Willst du nicht mal abfackeln, Hundi? Er brennt nicht ab. Er hat doch jetzt überhaupt kein Life mehr gehabt eigentlich. Und trotzdem ist er alle. Von dem da drüben habe ich echt gefressen gerade eben. Warte mal. Haben wir bei Hilfsmitteln irgendwas, was wir sonst so reindrücken können? Bis auf Stimpaks. 142. Wie sieht eigentlich unser Stimpak-Level aus? Das müssen wir auch ein bisschen leveln, ne? Dass ich. Scheiße, okay, schlechte Idee. Gut. Da ist Blut. Ich tue mal noch. Warte mal. Da kommt er schon, ich habe ihn gesehen da oben. Ich will mal kurz in die Skill-Tabelle schauen und bei Apotheker reingucken. Was war denn das? Die stellt dann 50% der Valone. Da bräuchten wir eigentlich noch den nächsten Schritt. Was ist das hier? 75%. Stellt die Gesundheit vollständig wieder her. Und Rider, das ist halt echt krass. Da müssen wir wirklich hart reinskillen. Und was war jetzt Apotheker nochmal für ein Skill? Kämpfst du wirken 50% länger abgefahren. Okay. Das habe ich das speziell für Jet gemacht oder habe ich. Aha, Dumbax. Oder habe ich das im Irrglauben für die Ding gemacht? Für die. Ja, wisst schon. Das habe ich halt gerade. Auf mich zu schießen. Kackvogel. So, warm. Das ist vielleicht nicht die beste Waffe hierfür, aber egal. Bam, den Meister da oben angeschossen. Gott, das ist echt ein Meister, ne? Dieser fucking Meister. So. Wir brauchen das Level Up noch geschwind. Damit wir den einen Skill in den skillen können für 75 oder 50%ige Heilung. Wir haben jetzt dann nur 25%ige Dingens. Das ist echt weak. Das ist fucking weak. Bitteschön. Batsch, nee. Guck mal da. Was haben wir hier? Das ist Coca-Cola Quantum, versteckt. Dazwischen drin. Guck mal da hinten. Die stuck alle da hinten. What the fuck? Die saufe ich jetzt. Bis auf die Quantum. Die Quantum nicht, aber. Ja, es war nur eine einzige. Super, Mann. Und dieser noch verstrahlt. Super, super. Hey, total super ist das, Mann. Hey, it's your boy, Skinny Penis. Ja! Oh, tut dir ein bisschen die Hand weh, machst du voll das Gesicht. Wow. Leute, die. Alter, what the f. Ey, die Pistole ist ja der verschissene Hammer. Ich hab die gar nicht mehr so krass in Erinnerung. Was haben wir mit der gemacht? Was ist denn hier los? 59. Und eine übermäßig krass übertriebene Feuerrate. Halt. Drauf. Das könnte ich mir mal ansehen. Ja, guck's dir mal an. Ist ein guter Plan. Guck's dir ruhig mal an. Was guckst du dir jetzt überhaupt an? Wenn du nach einem Haufen Schrott suchst, bist du hier richtig. Das sind. Oh Gott, da sind noch welche. Noch mehr. Komm doch her. Oh Gott, ich schieb. Sag mal! Die rennen aber auch blöd rum, du, die Leiter, da. So.
Schade, gleich ist die Muni leer. So, einen Schuss noch extra verbraucht. Wir müssen uns unbedingt Munition kaufen, zu einer Trilliarde Prozent. Und genau diese Stelle ja, haben wir jetzt schon das zweite oder gar dritte Mal gesäubert. Ja, das ist nicht so cool. Es ist nicht so cool durchdacht. Wir brauchen unbedingt 10 mm Munition. Jetzt haben wir nur noch, keine Ahnung, 20 oder so. Das müssen wir gleich mal machen. Da will ich ganz zwingend ein bisschen reinskillen noch, reinkaufen. Es gibt auch noch einen Skill, dass man mehr Munition findet, ne? Wäre an der Stelle oder jetzt speziell für die Waffe vielleicht auch nicht schlecht. Weil die reißt ja ordentlich rein. Das ist ja nicht mehr normal. Wenn wir mit dem Ding vor jemandem stehen und uns Jet reindrücken, dann können wir damit wahrscheinlich alles umreißen. So, ja, ich habe mich um euren Scheiß gekümmert. Pennt ihr schon? Ach, super. Er keult sich gerade voll ein ab, der Kerl. Diese Supermutanten werden euch nicht wieder belästigen. Genau. Danke. Er hat mir schon den Kram rübergereicht, passt. Guck mal, hier liegt so viel Zeug rum. Das hätte sich doch mal ruhig jetzt verdingsen können. Nein. Direkt von selbst verarbeiten können. So, hier noch. So, zack, zack, zack. Den ganzen Scheiß weg, okay. Ihr braucht das alles nicht, ihr braucht keine Spinte. Tralala. Wo sind eigentlich die... Habe ich jetzt geschützt da hoch? Ja doch, das habe ich da hochgestellt. Ich erinnere mich. So, bitteschön. Wie sieht es jetzt aus mit dem Skill? Uns fehlt nicht mehr viel für Level Up. Okay, optimal. Aber wir haben jetzt auch gerade keine Quest mehr. Das heißt, wir machen jetzt geschwind. Was haben wir noch bei Sonstiges? Öffne deine persönliche... Das könnten wir eigentlich mal noch machen. Das bringt wahrscheinlich jetzt die restliche XP, um dann, und das ist, glaube ich, dann doch sehr, sehr wichtig, in die Stimpacks zu skillen. Weil wenn wir diesen Skill erstmal haben, dass wir mit einem Stinkpack uns komplett voll heilen können, dann rennt aber der Hubel, meine Damen und Herren, dann rennt er. Naja, dann können wir bei leichten Verletzungen uns einfach automatisch heilen mit unserem bereits erworbenen Attribut und mit den Stinkpacks im Kampf eben sofort auffüllen. Also wir haben jetzt schon echt einige verbraucht, oder? Wir finden zwar auch immer wieder welche, aber ich glaube, im Gesamten sind wir eher im Minus als im Plus. Jetzt so die letzten zwei Folgen zumindest. Da haben wir ja gefressen ohne Ende. Vor allem da jetzt in dieser tollen Spielfabrik mit diesem Übermods mit dem MG. Der Minigun. Das war schon krass, das war schon ziemlich tight. Kann jetzt nicht reden. Ja, ich auch nicht. Hallo. Dr. Quinlan? Dr. Quinlan? Ah, Ritter. Ja, ich habe technische Dokumente für dich. Ich habe technische Dokumente. Sicher interessantes Forschungsmaterial. Ja. Ich werde es unverzüglich katalogisieren. Oder hier Erfahrung. Sind die versprochenen Kronkorken. Oh. Denk dran, das Kommenwerden ist eine fast unbegrenzte. Ja, durchsuche jedes... 25 Kronkorken pro Dokument. Das geht doch auf jeden Fall schon mal klar. Da oben ist unsere Kiste. Fusionskern. Sehr schön. Haben wir jetzt auch davon persönliche Aufzeichnungen. Sofort wiedergeben, Leute. Sofort wiedergeben. Hab ich was reingesprochen oder was? Persönliche Aufzeichnungen. Eintrag 142. Ja, Geld. Okay. Ich kann das Leben auf der Pridwin in 4 Worten zusammenfassen. Mir fehlen die Feldeinsätze. Versteht mich nicht falsch. Die Forschung, die wir durchführen, ist echt spannend. Aber das Leben auf dem Schiff ist ein Albtraum. Ich bin 18 Stunden am Tag in dieser Metallröhre gefangen. Bin mir nicht sicher, was schlimmer riecht. Die Soldaten oder die Maulwurfsratten? Nein, die Soldaten. Und was bei den Frontschweinen als Unterhaltung durchgeht, lässt Mutanten wie Professoren aussehen. Ich muss mal mit Dr. Quinlan reden. Mach das mal. Die ist ja richtig unzufrieden. Oh. Ich hab direkt fast einen Instant-Öffner hier bekommen, du. Lecker! Lecker Schmecker, du. Wie schön. Ich brauche aber 10 mm Munition und nicht irgendwie was anderes. Schön. Oh, nice. Ja. Wenn du technische Dokumente findest, solltest du sie zu Proctor Quinlan bringen und analysieren lassen. Ich muss mich hier kurz konzentrieren. Ja, ich versuche hier gerade euch zu beklauen. Wir sollten die Vorräte auffüllen, bevor wir unsere nächste Mission beginnen. Dance, ich bin schon dabei. Nie vergessen. Ihr seid die Kinder? Augen und Ohren der Bruderschaft.
Wenn ihr was Verdächtiges hört oder seht. Kennst du diese Synths mit den Plastikgesichtern? Nee, ich kenne die mit richtig krassen Gesichtern. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass sie entkommen, wenn sie nicht auf dem Schiff sind. Wir denken zur Kenntnis genommen, Gelehrte. Richte Proctor Ingram meinen Dank dafür aus, ja, dass ich dich ausleihen durfte. Hier war ich doch nie. Ich würde gern ansehen. What? Aber bitte nichts anfassen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung, wenn du dich verletzt. Ey, ich war so blind die letzten paar Durchspielungen auf den Konsolen. Was habe ich gemacht? Sind das alles deine Kreaturen? Nun, sie sind Teil meiner Forschungsarbeit, wenn du das meinst. Ich stehe kurz davor herauszufinden, wie die Körper dieser Kreaturen sich an die Strahlung, die ihren Lebensraum kontaminiert, angepasst haben. Wenn ich den Code knacken kann, kann ich unsere Truppen mit einer Schutzverbindung ausstatten, die deutlich besser ist als Radax. Alter, hut dir vor. Das ist ja unglaublich. Nun ja, bisher ist es nur eine Theorie. Weißt du, die ionisierende Strahlung, die nach dem großen Krieg zurückblieb, ist tödlich, weil sie den meisten Lebewesen Schaden auf Zellebene zufügt. Allerdings hat sich der Körper dieser Kreaturen nach mehreren Generationen angepasst und seine Gene so verändert, dass ein Zellverfall verhindert wird. Ich glaube, ich weiß, wie ich diese genetische Neustrukturierung beschleunigt replizieren kann. Statt in Jahrzehnten kann ich sie in Augenblicken durchführen. Zumindest für einen kurzen Zeitraum. Ja, moin. Klingt gut. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf mich zählen. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber leider hänge ich an einem Problem fest. Die Exemplare, die ich bereits habe, können nur begrenzt Blut- und Genmaterial spenden. Wenn ich zu viel entnehme, sterben sie. Deshalb brauche ich zusätzliche Blutproben von den Kreaturen im Commonwealth. Das erinnert mich so ein bisschen an Fallout 3, die Triller, die diesen Überlebensführer geschrieben hat. Ich helfe gern. Kein Problem. Ich helfe gern. Ich weiß dein Vertrauen in meine Fähigkeiten zu schätzen, Bruder. Ich habe deinen Pip-Boy so modifiziert, dass er die Leiche jeder kürzlich getöteten Kreatur auswertet, die passende Blutgruppe hat. Du musst dann nur noch geeignete Proben entnehmen und sie zu mir bringen. Hey, ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das für mich tust. Schön zu wissen, dass ich nicht die Einzige in der Bruderschaft bin, die dem Fortschritt aufgeschlossen gegenübersteht. Läuft doch bei uns. Krass, das habe ich noch überhaupt gar nicht gesehen. Diesen ganzen Bereich. Zwei in den Kopf und tot bleibt der Tropf. Gute Faustregel. Oh krass, Mann, der ist echt irgendwie tot, ne? Mademoiselle, das braucht ihr hier nicht, gell? Ich muss das zufällig alles verkaufen. Was soll jetzt? Hast du Blutproben für mich, Ritter? Ja, klar. Ja, hier, bitte. Machst du dich über mich lustig? Ich weiß nicht, was... Klar. Hast du jetzt etwas für mich oder nicht? Nein, nein, nein. Nein, tut mir leid. Verstehe. Danke, dass... Ich weiß es wirklich... Alter, wie sie total angepisst war direkt. Oh, Leute, die Zeit ist gleich um. Ich will noch kurz hier nach den Dingen... Oh, krass. Krass, was die hier gemacht haben. Guck ich jetzt mal an. Das ist ja ultra cool. Also wir müssen hier auf jeden Fall weiterschauen nächstes Mal. Vielen Dank, was du siehst. Ciao, ciao.